Ich hoffe, ihr seid hungrig und habt Lust, in den nächsten Tagen vielleicht mal zu grillen. Ich wollte euch gerne meine aktuell liebsten Grillrezepte vorstellen. Das heißt, all das, was wir an veganem Zeug auf den Grill packen, gerade jetzt im Sommer, würde ich am liebsten jeden Tag draußen kochen. Es gibt so viele mega leckere Sachen und das ist einfach mal so eine Auswahl von dem, was wir relativ häufig essen. Ich bekomme super oft Nachrichten, was wir denn alles auf den Grill schmeißen. Leute sind vielleicht gerade vegan geworden, ernähren sich vegetarisch, wollen einfach allgemein mal ein bisschen mehr Variation in ihr Grill-Game reinbringen und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch mal meine Favoriten. Ich muss dazu sagen, wir machen das nicht immer alles auf einmal. Das war jetzt nur für dieses Video und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ansonsten gibt es immer ausgewählte Sachen davon auf jeden Fall. Fangen wir erstmal bei dem ganz klassischen Grillgut an. Das heißt, all den Dingen, die Veganer auf den Grill packen oder Vegetarier, wenn sie kein Fleisch essen wollen. Was ich da sehr empfehlen kann, sind die Dinge, die es bei Aldi gibt, und zwar in dieser Barbecue-Reihe. Zum einen die Würstchen, wobei ich da fairerweise dazu sagen muss, die sehen nicht aus wie auf der Verpackung, also nicht erschrecken. Und auch diese Grillsteaks, auch die nicht zu verwechseln mit Rindersteaks oder so. Beides aber wirklich super lecker und diese Grillsteaks gehören zu meinen absoluten Favoriten in der Grillsaison, weil die so richtig schön crunchy werden außen. Und was auch sehr lecker ist, sind der Wonder Burger und der Next Level Burger von Aldi bzw. von Lidl. Und die grillen wir eben auch, wenn wir nicht zwangsläufig Burger machen, sondern einfach so zusammen mit Gemüse. Was es bei uns wirklich jedes Mal eigentlich gibt, wenn wir grillen, einfach auch damit man was hat, was einen richtig schön satt macht, sind Kartoffeln. Und die könnte man natürlich auch auf den Grill werfen. Wir machen die aber immer im Backofen. Ich zeige euch die aber jetzt trotzdem, weil das einfach eine meiner liebsten Beilagen ist beim Grillen, auch wenn die jetzt nicht auf dem Grill zubereitet werden. Dazu mische ich mir in der Schüssel immer zuerst mal eine Marinade aus Olivenöl und Gewürzen an. Ich habe hier jetzt so ein Pommesgewürz genommen. Das ist einfach auch eine Gewürzmischung aus verschiedenen Sachen. Aber ansonsten würde ich euch auf jeden Fall Salz und Pfeffer empfehlen. Vielleicht auch ein bisschen Knoblauch oder Tomate zum Beispiel. Ich habe außerdem noch ein bisschen Chili dazu gegeben. Auch das finde ich immer sehr lecker. Und dann habe ich die Kartoffeln einfach in so Schnitze geschnitten. Entweder in so pommesmäßige Schnitze oder, ja, keine Ahnung, so, dass sie halt so ein bisschen kleinere Wedges sind. Die kommen dann alle in die Schüssel, in der eben schon die Marinade drin ist und werden darin dann einfach mal schön durchgemischt, damit das Öl überall an den Kartoffeln dran ist. Und jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen ziehen lassen und wenn das dann passiert ist, gebe ich die immer einfach auf das Backblech drauf, ohne da jetzt irgendwas drunter zu machen oder so, weil man muss das danach eh spülen. Also kann ich mir das Backpapier oder sowas in der Art auch direkt sparen. Den Ofen habe ich in der Zwischenzeit vorgeheizt und da kommen die dann einfach rein, so für 30 bis 40 Minuten bei 160 bis 180 Grad. Das kommt einfach immer auf den Ofen an, am besten immer mal wieder reinschauen. Und dann werden die aber so richtig schön knusprig. Und darauf achten, dass sie nicht übereinander liegen, dann werden sie auch schön gleichmäßig braun. Weiter geht's mit gefüllten Champignons. Auch das ist was, was ich mega gerne esse und was auch eigentlich relativ schnell geht, je nachdem, wie man das Ganze gestaltet. Ich habe die Pilze erstmal ein bisschen geputzt. Ich habe die einfach so abgewischt, weil ich keine Pilzbürste habe. Vielleicht sollte ich mir das mal zulegen. Pilze übrigens nicht waschen, weil die sich mit Wasser vollsaugen und dann verwässern sozusagen. Und jetzt habe ich aus den Champignons die Stiele einfach rausgebrochen, damit wir die nachher auch füllen können. Und von den Stielen das untere Stück abgeschnitten, also das, was so ein bisschen vertrocknet sein könnte. Und dann die restlichen Stiele einfach schön klein geschnitten, denn die werden wir auch in unsere Füllung mit dazugeben. Das ist sonst eine totale Verschwendung, weil die kann man ja mitessen und bei gefüllten Pilzen muss man die halt natürlich entfernen, um die Pilze füllen zu können. Zum Füllen nehme ich ganz gerne einfach Aufstriche. Also was immer geht, ist sowas Frischkäsemäßiges. Da gibt es ja auch eine große vegane Auswahl. Oder aber heute habe ich mich für so einen Tomatenaufstrich entschieden und davon einfach einen großen gehäuften Esslöffel in eine Schüssel gegeben und dann die gehackten Pilzstiele untergerührt. Das Ganze kann man dann natürlich nach Belieben noch ein bisschen abschmecken. Vielleicht, wenn es alles zu fest ist, noch ein bisschen Olivenöl dazugeben. Ja, und dann wird das Ganze nur noch in die Pilze reingestrichen und die sind auch fertig, gegrillt zu werden. Was es bei uns, genau wie Kartoffeln, jedes Mal zum Grillen gibt, ist Aubergine. Was ich nicht jedes Mal mache, ist sie zu marinieren. Aber wenn, ich sag euch, das lohnt sich auf jeden Fall. Dazu schneide ich die Aubergine erstmal in Streifen und zwar immer der Länge nach. Also nicht einfach nur in diese kurze Scheiben, sondern wirklich in Länge.
Längsstreifen, die ungefähr fingerdick sind, halber Zentimeter bis Zentimeter würde ich sagen. Auberginen enthalten sehr viel Wasser und können auch Bitterstoffe enthalten. Und um die ein bisschen zu entziehen, salzt man die ganz gerne vorher. Da sieht man dann auch mit der Zeit, tritt da so Wasser aus. Also da kann man wirklich die Wassertropfen auf der Oberfläche sehen. Ich habe das Gefühl, dass sie dann später einfach geschmacksintensiver sind und auch so ein bisschen fester bleiben. Während die Aubergine dann entwässert, das dauert vielleicht so 15 Minuten ungefähr, mache ich mir schon mal eine Marinade, einfach auch wieder aus Olivenöl und verschiedenen Gewürzen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel geräuchertes Paprikapulver benutzt, das ist auch sehr, sehr lecker. Ich würde nicht zu viel Salz dran machen, weil an der Aubergine schon Salz von diesem Entwässern dran ist und man dann Gefahr läuft, sie zu versalzen. Und sobald ich dann die Wassertropfen auf der Aubergine sehen kann, tupfe ich das Ganze ab und pinsel die einfach mit der Marinade ein. Das mache ich auch übrigens immer nur von einer Seite. Ich habe so das Gefühl, dass das ansonsten ein klein wenig zu viel ist und dann wird sie auch teilweise so fettig. Und deswegen einfach nur von der Seite, von der ich auch Salz drauf gestreut habe, bisschen mit der Marinade drüber. Und dann wartet auch die Aubergine nur noch drauf, auf den Grill geworfen zu werden. Manchmal, wundert euch nicht, kann es sein, wenn ihr das jetzt noch ein bisschen stehen lasst, dass da noch mehr Wasser austritt. Wenn man dann später die Aubergine hochnimmt, dann tropft das einfach so ein bisschen runter. Aber die Marinade ist eigentlich trotzdem noch dran. Was meiner Meinung nach beim Grillen auch nicht fehlen darf, sind Salate, beziehungsweise mal mindestens ein Salat. Und wenn man dann nicht immer nur grüne Blattsalate machen möchte, dann ist vielleicht ein Linsensalat das Richtige. Das macht auch noch mal ein bisschen mehr satt. Und es ist einfach eine richtig schöne Abwechslung, finde ich. Ich nehme dazu am liebsten rote Linsen. Übrigens findet ihr alle genauen Mengenangaben zu allen Rezepten auch nochmal in der Infobox. Dann muss ich das hier nicht immer dazu sagen. Die werden also einfach in Wasser ein bisschen geköchelt. Da muss man aufpassen, dass man sie nicht matschig köchelt, sondern sie vielleicht so ein klein wenig früher sogar abgießt. Und dann habe ich einfach einen halben Bund grünen Spargel genommen und den so in 1 cm große Stücke geschnitten und in ein bisschen Kokosöl in der Pfanne angebraten. Also nicht bei hoher Hitze, nicht dass er gleich verbrennt, sondern so bei mittlerer und einfach da so ein bisschen vor sich hin dünsten lassen. Und währenddessen ein paar Frühlingszwiebeln klein schneiden. Die kommen roh in den Salat. Wer nicht so auf rohe Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln steht, kann hier zum Beispiel auch Schalotten nehmen oder normale Zwiebeln und die auch nochmal in ein bisschen Kokosöl andünsten. Das haben wir auch mal gemacht und das ist auch sehr, sehr lecker. Dann schneide ich außerdem noch eine Orange und gebe die dazu. Ich finde die Kombination rote Linsen und Orange so gut. Wer mich kennt, weiß, dass ich das auch ganz gerne mal frühstücke. Und während der Spargel noch vor sich hin brät, hat man Zeit, sich um eine Soße zu kümmern. Dazu presse ich den Saft von einer Orange aus und mische das Ganze dann mit Balsamico-Essig und ein bisschen Olivenöl. Dann kommt außerdem noch ein knapper Teelöffel Senf rein und 2 Teelöffel Ahornsirup. Diese Kombination ist so lecker, sage ich euch. Und wenn ihr so ein altes Glas irgendwie aufgehoben habt, dann könnt ihr das jetzt einfach als Salatsoßen-Shaker benutzen. Jetzt kommt der grüne Spargel in den Salat und dann außerdem die Salatsoße drüber und nach Belieben noch mit Gewürzen, also Salz und Pfeffer. Einfach abschmecken. Das macht man dann am besten individuell. Ich habe festgestellt, das funktioniert ganz gut, wenn man das nicht mit in die Salatsoße reinmacht, sondern dann selber am Schluss nochmal drüber. Wenn es bei uns Kartoffeln und Gemüse gibt, ganz gleich ob aus dem Ofen oder auf dem Grill, dann mache ich eigentlich immer einen Kräuterquark dazu. Ich finde, das ist so die perfekte Kombination. Dazu nehme ich am liebsten Sojajoghurt und Leute, da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen Sojajoghurt kauft, wo auch noch Zucker mit drin ist. Also echt darauf achten, dass da drauf steht, dass es ungesüßt und ohne Zucker ist. Ansonsten ist die Kombination so ein klein wenig abenteuerlich. Und dann gebe ich da immer erstmal Sojasauce und ein bisschen Olivenöl dazu und rühre das Ganze glatt und schmecke dann nach und nach mit Sojasauce ab. Also ich benutze kein Salz, sondern würze das nur damit. Und man muss natürlich aufpassen, dass man da auch wieder nicht zu viel nimmt. Denn so den Sojasauce-Salzgeschmack, den kriegt man nur ganz schwer wieder reduziert. Dann kommt außerdem noch ein kleiner Schuss Apfelessig dazu und meine Wunderzutat, das Quarkgewürz. Ich habe bisher noch nichts gefunden, was genau so gut geschmeckt hat wie das hier. Und das macht einfach jeden Quark perfekt, finde ich. Ja, und ansonsten kann jetzt eigentlich alles auf den Grill gepackt werden. Wir haben so einen großen Gasgrill, was natürlich sehr komfortabel ist, weil man ihn einfach anmachen kann und dann brennt direkt ein Feuer und er ist auch direkt heiß. Hat aber natürlich nicht diesen typischen Rauchgeschmack von Holz oder von Kohle zum Beispiel. Trotzdem liebe ich es, draußen zu kochen und jetzt im Sommer und an den wärmeren Tagen da auch ganz viel Zeit zu verbringen. Und beim Grillen kann man so kreativ sein. Irgendwie ist man ja manchmal so in seinem Trott gefangen und denkt, ich kann nur das und das grillen.
Und ich hoffe, dass ich euch hier so ein paar Inspirationen geben konnte, wie ihr vielleicht euer Grillrepertoire ein klein wenig erweitern könnt. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, von euch zu lesen, was bei euch auf dem Grill nicht fehlen darf. Ich denke, da können wir alle noch mehr coole Inspirationen sammeln. Wenn euch dieses Video und Kochvideos im Allgemeinen gut gefallen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Hier neben mir verlinke ich mal noch mein letztes Video. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da ging es auch um Essen, aber nur indirekt, denn ich habe unsere Küche sortiert. Und hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Immer dienstags um 18 Uhr lade ich was hoch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis dann. Tschüss!